Unser nächstes Thema. So richtig vollzogen ist die deutsche Einheit, das musste selbst Helmut Kohl am Donnerstag zugeben, noch nicht. Fortschrittlich ist nur, dass sich darüber heute niemand mehr wirklich aufregt. 12 Jahre nach der Wiedervereinigung gilt jedoch zumindest ein Kapitel als abgeschlossen. Die Abrechnung mit den ehemaligen Spionen des DDR-Geheimdienstes. Fast 3000 Verfahren hat der Karlsruher Generalbundesanwalt gegen die westdeutschen Agenten der Stasi geführt. Prozesse, die meist noch unauffälliger verliefen als die Verbrechen, um die es darin ging. Nur in wenigen Fällen wurde bekannt, wer die Verräter wirklich waren und in welchem Umfang sie die Bundesrepublik ausspionierten. Thomas Heise ist es gelungen, einige der Schlapphüte zu enttarnen und mit ihnen über ihre unrühmliche Vergangenheit zu sprechen. Der Blick von Ost nach West und umgekehrt, er ist wieder frei. Das Brandenburger Tor rund erneuert, die Schrammen der Vergangenheit scheinen gekittet. Nur hier und dort finden sich noch lebendige Zeugen aus der heißen Phase des Kalten Krieges. Die mutmaßliche Top-Spionin Ursel Lorenzen und Ehemann Dieter Will beim Spaziergang. Im März 1979 war die damalige NATO-Mitarbeiterin in die DDR geflohen. 11 Jahre später, die Mauer war gefallen, erneute Flucht. Es drohte ein Haftbefehl der Bundesanwaltschaft. Erst seit gut einem Jahr ist das Ehepaar wieder in Berlin. Ja, Frau Lorenzen. Wie? Wie geht's Ihnen? Gut, sehr gut. Ja, sehr ja. Gut. Ja. Wie war das gewesen auf der Flucht? Wie soll das gewesen sein? Na, wo waren Sie gewesen die ganzen Jahre? Ich war bei Bekannten untergekommen. War das schwierig oder? Das ist schon bei schwierig, wenn man mit Landesverrat gesucht wird, was gar nicht zutrifft. Es ist schon schwierig. Die letzten Filmaufnahmen mit Ursel Lorenzen sind über 20 Jahre alt und finden sich im Archiv der Stasi. Ich habe 12 Jahre im NATO-Hauptquartier in Brüssel gearbeitet, im Direktorat für Operationen des NATO-Rats, das auch für die Lagezentrale der Geheimdienste verantwortlich ist. Als Assistentin des Direktors kannte ich alle Pläne, alle geheimen Dokumente und Geheimdienstberichte, die täglich über meinen Schreibtisch liefen. Ich wollte was für den Frieden tun, sonst gar nichts. Haben Sie es bereut? Ja. Ja. Warum? Weil ich missbraucht wurde, geopfert wurde und dann 1990 skrupellos ans Messer geliefert wurde. Berlin-Lichtenberg, Normannenstraße, Haus 1. Von hier aus dirigierte die Staatssicherheit ihr geheimes Heer aus Spitzeln und Spionen. Über 100.000 waren es zuletzt. In einer speziellen Stasi-Datenbank findet sich auch der Deckname Jutta. Jutta steht im Februar, über 12 Jahre nach dem Fall der Mauer, wegen Landesverrats im letzten deutsch-deutschen Spionageprozess vor Gericht. Ist es nicht bitter, irgendwie so lange nach der Wende jetzt hier doch zu sitzen? Wollen Sie nichts sagen? Nein. Fühlen Sie sich denn als Spionin oder als Kundschafterin? 20 Jahre lang lieferte Inge W. Interne aus der Westberliner Verwaltung nach Ost-Berlin. Darunter auch geheime Unterlagen. Die Spitzenquelle mit höchster Zuverlässigkeit, nur eine von vielen. Wir müssen schon eingestehen, dass wir weite Bereiche der MFS-Spionage nicht kannten. Selbstverständlich sind wir von einer breitflächigen Aufklärung der Bundesrepublik ausgegangen. Der Name Markus Wolf war fast jedem Bundesbürger bekannt. Aber Bereiche wie zum Beispiel die Hauptabteilung 8, Ermittlung und Observation, auch die Spionage der Hauptabteilung 2, weite Bereiche, auch des MFS, die Abteilung 10, Agitation, Desinformation, all das sind Bereiche, die man sich wohl kaum vorstellen konnte. Das Ministerium für Staatssicherheit, Schild und Schwert der Partei. An seiner Spitze Erich Mielke, sein Stellvertreter und Chef der Auslandsaufklärung Markus Wolf. Kein Bereich der Bundesrepublik, der nicht von ihnen unterwandert war. So verriet Verfassungsschützer Klaus Kuron für ein zweites Gehalt alles an den Osten. Sein Urteil 12 Jahre Haft. Im BND wiederum saß Regierungsdirektorin Gabriele Gast, ihr Urteil 10 Jahre Haft. Was genau die Spitzenquellen der Stasi verrieten, ließ sich nach der Wende nur noch schwer rekonstruieren. Die Akten waren vernichtet, bis vor 2 Jahren diese Datenbänder auftauchten. Diverse bundesdeutsche Dienststellen versuchten sich an deren Entschlüsselung. Doch erst Stefan Konopatzky, einem ehemaligen Mitglied des Bürgerkomitees, gelang es, die Daten auszuwerten.
Bei den Registriernummern war es einfach so, dass wenn man gleiche Registriernummern hintereinander aufgelistet hat, ist es dann aufgefallen, dass dahinter immer nicht lesbar zwar, aber das gleiche folgte. Da war dann die Annahme naheliegend, dass es eventuell zum Beispiel der Deckname sein könnte. Und durch Vergleiche mit vorhandenen anderen Daten, wo ja, es gibt ja ab und zu Daten über Quellen, die auch bekannt sind, konnte man jetzt versuchen, das Verfahren rauszubekommen, mit dem der Deckname da gespeichert war. So findet sich dort auch der Deckname Rödel, Topquelle im Rüstungsreferat T römisch 4.1 des Verteidigungsministeriums. Rödels Vorteil? Nur er kannte den Zahlencode für den Aktenschrank für Verschlusssachen. Heute lebt er als Rentner bei Bonn. Wenn Sie ein Bild machen und eins veröffentlichen, dann kriegen Sie von mir so ein reingewürgt, meinen Sie. Wenn Sie uns jetzt glauben Sie das? Lassen, rufe ich die Polizei, damit Sie Bescheid wissen. Komm. Hat man Ihnen erzählt, dass man für die Hören Sie auf! 21 Jahre lieferte Wolf-Heinrich P. brisantes Material aus dem Ministerium. 1992 wird er zu 10 Jahren Haft verurteilt. Sein Agentenlohn, fast 1 Million D-Mark, verfällt an die Staatskasse. Dass der Westen die Klassenkämpfer aus dem Osten gründlich unterschätzte, zeigt auch diese Wochenschau. Es sieht meistens ganz harmlos aus und dennoch handelt es sich um Spione. Wenn zwei Unbekannte in einem Café Bierdeckelhälften oder halbe Knöpfe als Erkennungszeichen benutzen, dann kann man mit Recht daraus schließen, der eine ist Kurier, der andere Agent einer Spionageorganisation. Die meisten Spione und Agenten kommen aus der Sowjetzone. Fotografierte und bis auf einen Punkt verkleinerte Schriftzüge kann der Eingeweihte mit dieser Lupe wieder lesbar machen. In der Bundesrepublik sind viele Tausende kommunistischer Agenten tätig. Der Agent kann in dieser Menge sein. Sein besonderes Merkmal ist seine für uns alle gefährliche Unauffälligkeit. Die personifizierte Unscheinbarkeit ist auch Dieter Popp, 1991 zu 6 Jahren Haft verurteilt. Sein Deckname Asriel, zu Deutsch der Todesengel, der die Seele vom Leib trennt. In diesem Grab auf einem Bonner Friedhof liegt sein Lebensgefährte und Spion Egon Streffer. Der führte den Decknamen Aurikel, lateinisch für Öhrchen. Egon Streffer hat 20 Jahre lang im Planungsstab des Verteidigungsministeriums gearbeitet und gleichzeitig für den militärischen Nachrichtendienst der NVA. Und das alles mit mir zusammen. Ich war quasi sein Resident hier in Bonn, hatte die Verbindungswege nach Ost-Berlin aufrechterhalten müssen und er hat das Material beschafft. Streffers Vorgesetzter und Leiter des Planungsstabes im Ministerium, der heutige brandenburgische Innenminister Jörg Schönbohm. Die Gefahr haben wir gesehen, aber wenn man sie dann personalisiert sieht, und das in einem unscheinbaren, harmlosen Mitarbeiter, der morgens pünktlich da ist, geistig gesehen die Ärmel schon herauszieht, seine Sachen macht und abends sie abzieht und wieder weggeht, das hat mich überrascht, ja. So war Streffer. Ja, ja. Er war ein Funktionär, wie man ihn braucht, damit die Aktenverteilung und Aktenablage funktioniert. Und das hat er auch ordentlich gemacht. Da gab es nie Beanstandungen, nie Fehler. Aber wie wir in der Zwischenzeit wissen, hat er auch mehr gemacht. Streffer lieferte fleißig. Von nur für den Dienstgebrauch bis Top Secret war alles dabei. Hilfreich beim Verrat die laxen Kontrollen am Tor des Verteidigungsministeriums. Es lief also sehr einfach mit dem Material. Montags in den Spiegel gepackt. Auf dem Rücksitz des Autos, dann ganz offen hier durchgefahren, noch freundlich dem Portier gewinkt. Und wenn er wirklich erwischt worden wäre, hätte er es vergessen, da rauszunehmen. Und donnerstags mit dem Stern, das Gleiche. Ne? Und das war, da, also die Vorstellung, dass in irgendeinem Geheimfach das nun da, nun irgendwie das, so war das, war gar ganz einfach. Einer der wichtigsten Spione im deutsch-deutschen Geheimdienstkrieg war der mittlerweile verstorbene Karl Gebauer. Er war Ende der 70er Jahre Sicherheitsbeauftragter bei IBM. Kurz vor seinem Tod gab er Spiegel TV ein Interview. Ich bereue nichts. Ich würde es immer wieder tun. Ich würde es auch nochmal durchmachen. Weil ich der festen Überzeugung war, ich war ein Rädchen in dem Getriebe, das nur für den Frieden gearbeitet hat. Das sah das Kammergericht Berlin anders. Es verurteilte Gebauer 1994 zu 12 Jahren Haft. Begründung? Durch seinen Verrat hätte die bundesdeutsche Flotte im Kriegsfall vor der Vernichtung gestanden.
Gebauer, hier zu sehen in privatem Filmmaterial, war ein sogenannter Selbstanbieter. Weil er für das Gleichgewicht der Kräfte sorgen wollte, verpflichtete er sich zur Zusammenarbeit mit der Stasi. Konteradmiral Hess war Ende der 70er Jahre zuständig für den Aufbau des Marinehauptquartiers in einem Bunker bei Glücksburg. Zum ersten Mal liest er jetzt, welche geheimen Unterlagen der gegnerischen Seite bekannt gewesen sind. Mein Gott. Also das beginnt bereits mit dem ersten Punkt, Infrastruktur des Schutzbaues. Mir fällt da spontan sofort ein, also wer die Infrastrukturunterlagen hat, weiß genau, wo sozusagen am Zaun, am Sicherheitszaun des Komplexes Marinehauptquartier die Fernmeldekabel, die Stromkabel und dergleichen Wasserleitungen sowas reinging. Und daher wussten die, wo sie im Zweifelsfall ihre Sprengladung hätten ansetzen müssen. Und zwar ihre Sabotagesprengladung, nicht die große Bombe. Ne? Mein Gott, das geht ja hier seitenweise weiter. Hier. B und Verarbeitung von Sprüchen, geheim. Da hat die andere Seite... Tja. Ein Diamant gefunden. Es tut weh, ne? Sehr weh. Sehr weh. Gebauers Führungsoffizier, der damalige Stasi-Major Mauersberger, packte noch im Prozess gegen seinen Kundschafter aus. Mauersberger, ich will ja nur wissen, ob Sie zufrieden waren mit dem, was er geliefert hat. Wir haben da am Telefon gesprochen. Verstehen Sie denn nicht Deutsch oder wie sehe ich das? Waren Sie denn zufrieden oder waren Sie nicht zufrieden? Wollen Sie nichts zu sagen? Haben Sie ein schlechtes Gewissen, oder? Mauersberger? Machen Sie, was Sie wollen. Mauersberger lebt heute als Rentner bei Berlin. Den deutsch-deutschen Spionagekrieg hat die DDR zwar gewonnen, nur genützt hat es ihr bekanntlich nichts.